Moin Leute, heute habe ich das Beste auf die schlimmsten LKW-Fahrer für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Wer hätte schon damit rechnen können? Genau wie hier. Wie will der da jetzt wegkommen? Der hat sich wirklich den perfekten Ort gesucht, um zu wenden. Das passiert anscheinend öfter, als man denkt. Solange der fährt, bleibt ja alles kühl. Wie kann man nur so langsam reagieren? Wie ruhig sie da stehen bleibt, ist wirklich nicht schlecht. Der hat absolut nicht damit gerechnet. Der hat es zu spät gemerkt, aber der hat es gemerkt. Ich würde sofort wegfahren. Man weiß ja nicht, was passiert. Wie muss der gefahren sein, damit das passiert? Nur kurz nicht aufgepasst und jemand wurde von der Fahrbahn gedrängt. Gut, dass die Gegenseite leer war. So viele Rohre so schlecht zu sichern, ist schon mutig gewesen. Nur weil der nicht falsch fahren wollte. Wenn der schon an so einer Stelle überholt, sollte man nachgeben und den reinfahren lassen. Sonst wird man von der Straße gedrängt. Beste Ladungssicherung. Deswegen sollte man noch einmal gucken und nicht blind auf die Ampel vertrauen. Es bringt in diesem Moment nichts, im Recht zu sein. Besser kann man es nicht zeigen, wie wichtig es ist, Abstand zu halten. Genau zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Das war's doch wirklich komplett. Dass der das noch gemerkt hat, war echt krass. Okay.
Thank you.
Contact with it? Apparently so. Yeah.
I know.
Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 26 echt krass. Wie kann man nur so fahren, nur um die Ausfahrt nicht zu verpassen? Echt krass, was manche Leute machen. Schöne Grüße gehen raus an Hans Meyer, Mitschu, Joey Reismann und Turgay Toksoy. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.